David gegen Goliath. Zwei Teams, eine Aufgabe. Jeweils 100 Hektar Gerste sehen. Das Team David. 4 Fendt Vario 714. Stufenloses Getriebe, 130 PS. Gemeinsam wollen sie die Großtechnik herausfordern. Jeder Fendt zieht eine 3 Meter breite Lemken-Universaldrille kompakt solitär. Auf der anderen Seite Goliath. Hier ackert der Fendt 936 Vario mit 330 PS. Optimal ballastiert und mit Zwillingsbereifung. Zusammen mit der 12 Meter Kurzscheibenegge Heliodor bereitet er das Saatbett. Die besten Voraussetzungen für den 190 PS starken Fendt 922. Er zieht die 12 Meter breite Solitärdrille. Auf beiden Seiten 520 PS und 12 Meter Arbeitsbreite. Identische Voraussetzungen für unseren Vergleich. Ungarn, gut eine Autostunde südlich von Budapest. Auf dem Betrieb von Helmut Gschuk laufen die Vorbereitungen für den ungewöhnlichen Vergleich auf Hochtouren. Bis gestern wurden Schlepper und Maschinen angeliefert. Jetzt gilt es für die Mitarbeiter von Fendt und Lemken, die Gespanne so schnell wie möglich einsatzbereit zu machen. Wie in der Formel 1. Große Aufkleber zeigen, für welches Team man fährt. Alle wollen professionelle Arbeit abliefern. Da müssen auch die Fahrgassen stimmen. Die Boxencrew steckt die Saatschläuche um, passend zu den 36 Meter Gassen mit 2,25 Metern Spurweite. Während Team Goliath das Saatüberladen trainiert, feilen die Fahrer vom Team David offensichtlich schon an Strategien für ihre größte Herausforderung, das zügige Drehen am Vorgelände. Nach kurzem Schlaf der nächste Morgen. Die Teams nähern sich dem Wettkampfacker, noch einträchtig in einem Konvoi. Das Feld ist 220 Hektar groß, gut 1000 Meter lang und über 2 Kilometer breit. Optimal für unseren Vergleich. Die Mitte des Ackers ist durch einen 12 Meter breiten Streifen markiert. Wer den zuerst erreicht, gewinnt. Die Fahrer bekommen das Signal, ihre Schlepper zu starten. Die Anspannung lässt sich greifen. Dann der Startschuss. Während das Team David sofort losschlägt, muss der Fahrer der 12-Meter-Drille warten. Auf seiner Parzelle arbeitet der Fendt 936 mit dem Heliodor erst vor. Und zwar eine komplette Runde von 2x1000 Metern. Minuten nach dem Start. Team David kommt gut voran. Das Training zahlt sich aus. Kann das Team Goliath den Rückstand aufholen? Ein spannender Wettkampf beginnt. Der Saattank der großen Solitär 12 fasst 6 Kubikmeter. Trotzdem, nach den ersten 30 Hektar muss die Maschine an die Box. Teure Minuten, in denen das Team David weiter seine Runden dreht. Beim Team David setzt man auch beim Saatgutnachfassen auf eine andere Strategie. Überladen während der Fahrt. Dem Team gelingt es bequem, auf einer Feldlänge rund 8 Tonnen Saatgut ohne Zeitverlust zu bunkern, bevor es in die zweite Halbzeit geht. Beide Teams liefern sich bis kurz vorm Ziel einen spannenden Wettkampf.
Doch erst bei Sonnenuntergang steht der Sieger fest und die Korken knallen. Genießen Sie das spannende Rennen in faszinierenden Bildern auf der neuen Profi-Video-DVD. Die DVD läuft rund 60 Minuten und kostet nur 19,95 Euro. Bestellen können Sie telefonisch unter 02501 801 303 oder per Mail unter service@profi.de.